Die Chi-Quadrat-Verteilung ist eine stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung, die man aus der Normalverteilung herleiten kann. Sie besitzt ein Parameter-Element natürlicher Zahlen, der Freiheitsgrad genannt wird. Gut, also das heißt, das hier ist die Chi-Quadrat-Verteilung, die sehen Sie im Buch. Da habe ich Ihnen einfach mal einen Ausschnitt gezeigt. Da sehen Sie, da werden irgendwie Paaren von Freiheitsgrad bzw. Alpha. Alpha war das Signifikanzniveau, was wir jetzt schon mal beim letzten Mal so ein bisschen angeschnitten haben. Da werden Paaren dieser Zahlen, werden andere Zahlen zugeordnet. Das sind dann sogenannte Schwellwerte. Also das sind Werte, ab dann wird es falsch oder vermuten wir, dass es falsch ist oder wir vermuten, dass es richtig ist. Gut, und da gibt es eben ein Parameter, wie gesagt, das Alpha ist der Freiheitsgrad, Alpha ist der maximale Fehler, den wir machen wollen, und der Freiheitsgrad, das ist ein neuer Parameter, den werden wir jetzt so ein bisschen mit einbauen. Allerdings werden wir erst den Freiheitsgrad, ich berichte erst so ein bisschen, also ich sage einfach, der Freiheitsgrad ist so und so, und dann rechnen wir was aus und irgendwann mal überlegen wir uns, wie wir auf den Freiheitsgrad kommen. Der Chi-Quadrat-Anpassungstest. Bei diesem Test prüfen wir, ob eine Verteilung sich etwa so verhält wie eine andere bekannte Verteilung. Betrachten wir zunächst folgendes einfaches Beispiel. Es soll überprüft werden, ob eine Münze ideal ist, H0. Signifikanzniveau Alpha ist gleich 0,1. Dazu wird die Münze geworfen. Gut, und jetzt werfen wir eine Münze und ich stelle jetzt fest beim Werfen der Münze, dass wir haben Zahl und auf der Rückseite ist dann so ein Wappen, ja. Da schreibe ich W hin. Also die Zahl war die 1, also schreibe ich Z hin. Das ist noch einfach. Zahl und Wappen. So, und jetzt werfe ich die Münze und ich stelle also fest, was stelle ich fest? N zählt die Anzahl der, was zählen wir? Die Anzahl der Wappen oder der Zahl? Also wir zählen, die Wappen, und wir haben festgestellt, wir haben nur als Beispiel 48 mal Wappen. NO ist 48 W und 52 mal haben wir Z. Könnte ja so sein. So, wie oft haben wir die Münze geworfen, wenn ich 48 mal Wappen und 52 mal Zahl habe? Ja, bitte. Wie haben Sie das gerechnet? 48. So, und jetzt gefühlt, wenn Sie eine Münze 100 Mal werfen und Sie bekommen 48 Mal Wappen und 52 Mal Zahl raus, würden Sie sagen, die ist ideal oder eher nicht? Ja? Eher nicht, man würde erwarten, dass man 50 Mal Zahl. Richtig, aber die Frage ist, Sie haben völlig recht, aber die Frage ist... Ja, schon, dass so, ja, das ist die Frage, ist die 48 schon weit weg von den 50 oder ist die noch nah dran? Was würden Sie, Sie haben jetzt gesagt, das ist okay, Sie sagen, Sie würden schon bei einer echten idealen Münze 50-50 erwarten, aber Sie sehen, wenn ich jetzt eine ideale Münze dreimal werfe und ich kriege dreimal Wappen raus, das kann sein, es ist nicht unbedingt wahrscheinlich bei einer idealen Münze, aber es geht. Und hier 48 mal Wappen, 52 mal Zahl. Also ich finde, das muss schon drin sein bei der idealen Münze, dass es sich so verhält. Jetzt machen wir mal ein anderes Beispiel, nur zum drüber denken. Stellen Sie sich mal vor, wir werfen nicht 100 Mal, sondern wir werfen 10.000 Mal. Oder machen wir erstmal 1.000 Mal. 1.000 Mal und wir kriegen 480 mal Wappen und 520 mal Zahl. Ist das dann noch tolerabel? Wir werfen 10.000 Mal, kriegen 4.800 Mal Wappen, 5.200 Mal Zahl. Und Sie sehen, je größer Sie die Zahl wählen, desto näher sagt Ihnen Ihr Gefühl schon, dass Sie am Erwartungswert sein wollen. Ja? Also das heißt, wenn Sie das Ganze verzehnfachen, die Gesamtexperiment, dann ist das Experiment plötzlich wesentlich schlechter, als wenn Sie sich das hier betrachten. Gut, lesen Sie bitte weiter. Berechnen Sie für Wappen und Zahl den Quotienten NO minus NE im Quadrat durch NE und summieren Sie diese auf. So. NO minus NE zum Quadrat durch NE. Das wird etwas sein, diese Formel, die Sie beim Chi-Quadrat-Test ständig brauchen. Das heißt, dass es lohnt sich, das auswendig zu lernen.
und summieren auf. Das heißt, wir haben jetzt 2 mal NO. Wir haben nämlich einmal die 48 mal Wappen und einmal die 52 mal Zahl. Und das soll man aufsummieren. Was muss ich also hinschreiben? Ich muss hinschreiben 48 minus. Wie viel habe ich denn erwartet? Das haben Sie richtig gesagt. Wie viel habe ich erwartet? 50. Also 48 minus 50 zum Quadrat durch... Durch? 50. Und was heißt jetzt, muss ich aufsummieren? Was muss ich dann noch machen? Ja? Und plus? Das Ganze nochmal mit der? 52. Also rechnen wir 52 minus 50 zum Quadrat durch 50. Das soll ich jetzt aufsummieren. Jetzt rechnen wir mal aus, was da rauskommt. 48 minus 50 ist? Also minus 2 zum Quadrat, 50. Plus 2 zum Quadrat, 50. So, also das ist 4 Fünfzigstel plus 4 Fünfzigstel. Das sind also insgesamt 8 Fünfzigstel. 8 Fünfzigstel oder 8 Fünfzigstel sind 16 Hundertstel und das ist 0,16. Wenn Sie es in Taschenrechner eintippen. Kontrollieren Sie mich, ob es stimmt. Habe ich nur so im Kopf gerechnet. So, das heißt, ich habe jetzt hier quasi einen Wert. Dieser Wert heißt Chi Quadrat. Chi Quadrat ist jetzt 0,16. Ich sage Ihnen, wir haben gemacht N gleich, wie viel Versuche haben wir gemacht? Ja, aber die brauchen wir gar nicht. Wir haben ein Alpha gleich 0,1. Und ich berichte Ihnen einfach, dass die Anzahl der Freiheitsgrade hier 1 ist. Wie gesagt, wie man da drauf kommt, machen wir später. Und jetzt schauen Sie in der Tabelle nach, was da für ein Wert steht. Bei Alpha gleich 0,1 und FG gleich 1. So, schauen Sie rein. Alpha gleich 0,1, FG gleich 1. Was steht da für ein Wert? Ja, bitte. Letzte Reihe. 2,71. Gut, und das heißt, wir haben, da steht in der Tabelle, steht ein Wert von 2,71. So, jetzt stellen wir fest, das Chi-Quadrat ist 0,16, der Tabellenwert ist 2,71. Wir sind also sehr viel kleiner. Und deswegen vertrauen wir dem. Wir sagen, die These, die Münze ist ideal, wird durch diesen Versuch eher bestätigt. Ja, wir sind eindeutig damit, ja, wir vertrauen der These ideal. Jetzt habe ich Ihnen ja gesagt, wenn wir das N sehr stark vergrößern, in dieser Situation werden wir vermutlich demnächst nicht mehr vertrauen. Wir verzehnfachen das N einfach mal und sagen, wir hätten jetzt nicht mehr 48, sondern ich verlasse jetzt vermutlich die Aufgabe und mache hier 480 und 520. Dann haben wir hier 480 plus 520, also 1000 Versuche. Und jetzt rechnen wir wieder unsere Rechnung von vorhin. Also NO minus NE zum Quadrat durch NE. Und davon die Summe. Und das schreibt man dann hier mit so einem Sigma davor. Diese Summe, und das nennt man Chi Quadrat Statistik. Chi Quadrat ist also jetzt in unserem Falle was? Was ist das? Diktieren Sie, sonst mache ich selber. 480, jetzt sind wir ja verzehnfacht, minus 500 zum Quadrat durch 500 plus 520 minus 500 zum Quadrat durch 500. So, und dann sind wir schon wesentlich größer geworden, aber noch nicht groß genug. Das sind 480 minus 500 sind 20. Das heißt, ja, 20, genau, 20 zum Quadrat ist 400 durch 500 plus 400 durch 500. Wir haben also insgesamt 800 durch 500,
Wir haben, das hat sich verzehnfacht, das ist 1,6. 1,6 würden Sie sagen, das ist immer noch okay. Und Sie sehen, es hat sich verzehnfacht. Wenn wir jetzt verhundertfachen, dann haben wir hier eine 0 mehr, dann kriegen wir als Chi Quadrat 16. Und dann sagen wir, nee, das passt nicht mehr. Also Sie sehen, hängt also ab von dem N. Wie gesagt, wenn Sie da sehr weit daneben liegen, also erstmal, das ist wirklich, geht um Absolutzahlen, nicht nur um Relativzahlen. Sie sehen das. Also das heißt, wir haben relativ die gleiche Abweichung gehabt und plötzlich ist das Verwachsen des N immer schlimmer. Ja? Also das heißt, Sie sehen, für N gleich 1000 geht der Versuch noch, für N gleich 10.000 wären wir hier bei 16. 16 ist größer, 2,7, wir sagen, nee, also jetzt glauben wir das Ganze nicht mehr. Gut, das ist jetzt mal so die erste Einführung zu einem Chi-Quadrat-Test. Gibt es zu der Einführung erstmal Fragen?